bin Gott. Oh yeah, baby, ich bin Gott. Und du bist nicht Gott. Na, na, ich bin Gott. Du nicht, ich schon. Du nicht, ich schon. Na, irgendwie, ich weiß nicht. Da fehlt mir irgendwas. Irgendwas fehlt da noch. Ach. Bist du deppert? Das ist doch sicher wieder dieser Gerlach. Das hätte ich doch schon Klingelton. Das ist der Gerlach. Gott, grüß Gott. Grüß Gott, Gott. Grüß Gott. Gottfried Gerlach vom Club der polnischen Versager. Herr Gerlach. Ja. Mit Ihnen habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich dachte mir, ich rufe wieder mal an. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Gerlach? Ich hätte da eine Frage. Ah, habe ich mir schon gedacht. Ja, geht's wieder um die Bienen und die Blumen? Nein, es geht um Polen. Polen? Haben Sie Allergie oder was? Nein, Polen. Ach so, Polen, das Land, Polen. Land. Ja. Das schöne Land Polen, in das ich immer so gerne in Urlaub fahre. Genau, diesmal hätte ich eine Frage zur Wendezeit. Mhm. 89. Aha. Ja, so runder Tisch und so. Ja, geht's ein bisschen konkreter? Naja, die Ereignisse 89 in Polen haben ja nicht nur den Systemwechsel vom realen Sozialismus zur pluralistischen Demokratie in diesem Land eingeleitet, sondern sie trugen offenbar auch maßgeblich zum Fall der Berliner Mauer bei. Ja. Zumindest sind sich die Historiker da mittlerweile einig. Ja, also, wenn sich die Historiker da einig sind, dann wird das schon seine Richtigkeit haben, Herr Gerlach. Naja, ich wollte mir da halt sicherheitshalber noch eine Meinung von außen einholen. Von außen? Ja, also von oben. Von oben? Also von ganz oben. Ah, von mir? Ja, genau, ja. Ach so, zum Thema runder Tisch und Mauerfall. Ja, genau, aha. Und ob das wirklich miteinander zusammenhängt und wenn ja, wie und... Komplexes Thema, schwieriges Thema. Also auf den ersten Blick hat ja ein Tisch mit einer Mauer nicht so viel zu tun. Ne? Mhm. Also man kann natürlich den Tisch an die Mauer stellen und dann draufsteigen und dann kommt man leichter über die Mauer drüber. Ne? Klar, ja. Aber in dem Fall wäre ein runder Tisch jetzt vielleicht nicht so günstig, weil eine Mauer ist ja meistens gerade. Ja. Und wenn man jetzt einen runden Tisch an eine gerade Mauer stellt, dann ist die Berührungsfläche relativ gering, gell? Also der Mathematiker würde da eher von einem Punkt sprechen, an dem der Tisch die Mauer berührt. Also in dem Fall wäre wahrscheinlich ein Tisch mit einer geraden Kante, also ein eckiger Tisch wahrscheinlich gescheiter. Also wollen Sie damit sagen, dass man eventuell noch bessere Ergebnisse von Seiten der Opposition erzielt hätte, wenn man damals an einem eckigen Tisch verhandelt hätte? Nein, das kann man, glaube ich, so pauschal so nicht sagen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel das Verhältnis zueinander. Ach, Sie meinen das Verhältnis zwischen der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und der oppositionellen Gewerkschaft Solidarność? Nein, ich meine das Verhältnis, welches Verhältnis zwischen Tisch und Mauer. Ach so. Das Höhenverhältnis. Ne? Also schauen Sie, wenn eine Mauer 8 Meter hoch ist, zum Beispiel, eine Mauer ist 8 Meter hoch und der Tisch ist nur 1 Meter hoch, dann ist es völlig egal, ob man auf den Tisch raufsteigt oder nicht, weil über die Mauer drüber kommt man so oder so nicht. Ne? Ja. Da bräuchert man dann schon eine Leiter. Eine was? Eine Leiter. Eine Leiter? Ja, genau. Ja, gut. Aber ob es die in Rund gibt, da bin ich überfragt. Gute Leiter? Naja. Herr Gerlach, Sie merken selber, gell, wir kommen da jetzt gerade nicht wirklich weiter. Ja, irgendwie, ja, das stimmt. Außerdem haben wir keine runde Leiter. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Zeit mehr. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank für den Anruf. Ja, doch, Sie konnten mir sehr weiterhelfen. Ja, vielen Dank. Wiederhören. 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 Wir haben keine runde Leiter. Wir kommen da nicht weiter. Und ich habe auch keine Zeit mehr. Wir haben keine runde Leiter. Wir kommen da nicht weiter. Und ich habe auch keine Zeit mehr. Oh yeah, das ist der runde Leiter Blues.